Moin und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Es ist mal wieder Zeit für ein neues Mahlzeitvideo. Ich wollte ja schon früher wieder ein Video machen, aber es hat irgendwie zeitlich alles nicht gepasst. Aber dafür heute. Worum geht's heute? Es geht um was zu trinken. Und zwar um diese Limonade. Beziehungsweise drei Versionen davon. Wir haben Zitrone, Ingwer und Blutorange. Die habe ich bei Famila gekauft, die habe ich da gesehen und dachte mir, das sind mal andere Flaschen, sehen cool aus. Nimmst du mal mit, testest du mal. Ich habe gesagt, ich habe das vorher noch nie getrunken, noch nie getestet. Das sind Limonaden von, ja, wie man es jetzt aussprechen mag, Bundaberg, keine Ahnung. Und zwar ist das Crafted Brewed. 3 Tage lang. Aha. Und zwar also die Lizenz kommt von Bundaberg Brewed Drinks Limited in Australien. Also eine australische Limonade wird hier von der Carlsberg Brauerei hergestellt und abgefüllt. Ich bin mal sehr gespannt. Das Zeug hat 11,2 Gramm Zucker pro 100 Milliliter. Schauen wir doch mal. Ja, ich glaube, ich fange auch mal mit Zitrone an. Also wir haben Zitrone, Ingwer und Blutorange. Nehmen wir mal die Zitrone als erstes. Okay. Auf jeden Fall ist es sehr trüb. Also es ist keine klare Limo. Riecht schön zitronig. Schauen wir mal. Wie schmeckt. Okay, auf jeden Fall reicht die Kohlensäure drin. Tja. Das ist lecker, schön zitronig. Wie man es von einer Zitronenlimo erwarten würde. Echt gut. Ich habe es jetzt leider bei uns im Vorratsraum gehabt und nicht gekühlt. Ich denke, gekühlt sind die Dinger noch mal eine Stufe geiler. Also das, die Zitronenlimo ist auf jeden Fall schon mal top. Ist ein bisschen sauer und auch ein bisschen süßlich. Also passt echt gut. Dann nehmen wir als nächstes die Blutorange. Wen es interessiert, von den Werten her, sind die Dinger gleich. So, auch die ist schön trüb. Schauen wir mal. Sprudelt auch schön. Schön bunt. Oh ja. Ja, auf jeden Fall auch sehr lecker. Doch. Ich habe es nicht mehr im Kopf, was die Dinger gekostet haben. Entweder was 99 Cent oder 1,29 oder sowas. Aber kann man echt gut trinken. Also Zitrone und Blutorange sind schon mal sehr zu empfehlen. Kommen wir zum nächsten, Ingwer. Ich bin gespannt. Das jetzt quasi wie so ein Ginger Ale schmeckt, oder? Schauen wir mal. Auf jeden Fall ist es auch trüb. Und farblich ist es fast wie die Zitronenlimo. Man riecht das auf jeden Fall, dass es eine Ingwer-Limonade ist. Also es riecht so, erinnert so ein bisschen an Ginger Ale.
Ist lecker. Geht auch in die Richtung Ginger Ale, ist aber geschmacklich nicht so intensiv wie so ein Ginger Ale. Hat so eine ganz, ganz leichte Ingwer-Schärfe. Ist aber lecker. Also ich finde es geschmacklich besser als so ein Ginger Ale von Schweppes oder sowas, weil es auch nicht so süß ist. Also schmeckt zwar auch irgendwo ein bisschen künstlich, so für die anderen beiden, aber irgendwo hat das auch ein bisschen mehr so vom, es geht mehr so in die natürliche Richtung, vom Geschmack her. Ja, definitiv zu empfehlen, alle drei Sorten. Wenn ihr mal irgendwo seht, kauft euch die ruhig. Und probiert die mal. Ich finde sie gut. Also das ist sicherlich was, was man so zwischendurch mal mitnehmen kann. Und wie gesagt, ich denke mal, wenn die eisgekühlt sind, sind die nochmal ein Ticken besser. Und ja, auf jeden Fall werde ich die Flaschen auch lassen. Ich weiß nicht, was ich daraus mache, aber die finde ich echt cool. Oben auch so schön das Label hervorgehoben. Ist cool, ist mal was anderes als so diese typischen Limo-Flaschen. Ich finde die echt schick. Ich kann schon mal, was ich damit anstelle. Aber irgendwas wird sich da schon finden. Jo. Schreibt mir gerne in die Kommentare, ob ihr dieses Bundaberg oder Bundaberg kennt, ob ihr das schon mal probiert habt, was ihr davon haltet. Und jo, wie gesagt, ich finde es gut. Ansonsten dürft ihr das Video natürlich gerne liken und teilen. Lasst mir ein Abo da. Und jo. Ich freue mich schon auf das nächste Video. Bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund. Tschüss.